Servus. Heute geht es um die Einhandbedienung vom Mate 9. Das Mate 9 ist ja doch relativ groß und man kommt relativ schwierig mit einem Finger ganz nach oben an den Rand des Displays. Wie ihr aber das trotzdem relativ einfach schafft, zeige ich euch, indem ihr einfach in den Einstellungen unter intelligente Unterstützung bei der UI-Einhandbedienung die Bildschirmminiaturansicht einschaltet. Zack. Jetzt könnt ihr mit dem Daumen der rechten Hand von linken unteren Bildschirmrand nach rechts rüber swipen, switchen und habt so den Bildschirm verkleinert und könnt jetzt mit dem Daumen zum Beispiel hier auf die Uhr gehen. Das Ganze kann man wieder rückgängig machen, entweder indem man hier auf dieses Feld klickt, also auf das freie Feld, nicht belegte Feld, oder, ich zeige es euch nochmal, einfach in die entgegengesetzte Richtung switcht. Das Ganze funktioniert natürlich auch für Linkshänder. Demonstration. Zack. So funktioniert also die einhändige Bedienung vom 5,9 Zoll großen Mate 9. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, teilt es, erzählt es euren Freunden, meldet euch in unserer Facebook-Gruppe an und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Rainer.